2010, als wir den ersten Markt Pur Südtirol eröffnet haben und 100% auf Regionalität gesetzt haben, war das absolut eine Neuheit. Und das Interesse ist groß geworden, weil viele gesagt haben, oh, so viel Tolles gibt es in Südtirol, hätte ich mir gar nicht gedacht. Denn wenn ich ein Produkt von 10 km, 5 km, 3 km, 50 km herbringe und verkaufe, dann ist das absolut nachhaltiger, als wenn ich ein Produkt aus 300 km, 1000 km oder von einem anderen Kontinent herbringe und das dann verkaufe. Wir haben hier zwei Wasserstoffautos, wo Mitarbeiter unterwegs sind, und hier haben wir unsere Erfahrungen gesammelt, finden das den Grundgedanken sehr interessant und auch weiterentwicklungsfähig. Für uns ist es einfach wichtig, dass immer mehr Menschen sich für die Regionalität interessieren, immer mehr Menschen sich für saisonale, hochwertige Produkte interessieren, dass sie die Regionalität somit verstehen und unterstützen. Denn wir sehen uns als Gegenpol zur Monokultur. Wir stehen für Biodiversität, Regionalität und möchten einfach regionale Kreisläufe unterstützen. Kurze Wege und eine alternative, nachhaltige Mobilität sind sicherlich zukunftsträchtig und finden wir sehr, sehr wichtig. Da möchten wir auch unterstützen.